Guten Morgen, Leute. Meine Freundin telefoniert gerade mit ihrer Mom. Wir sind jetzt mit diesem Ausblick heute Morgen aufgestanden, haben hier gefrühstückt und so. Ich zeige euch auch mal, wo der Bus jetzt steht. Steht echt wunderbar. Ich habe jetzt heute Morgen übrigens überlegt, dass ich alle Parkplätze und alles, was ich so finde, werde ich markieren in der App und mal versuchen, irgendwie zu veröffentlichen. Ich habe noch keinen genauen Plan, aber ihr werdet da auf jeden Fall eine Information bekommen. Und ansonsten, uns geht's super. Wir freuen uns. Die Leute, die wir gestern getroffen haben, die haben uns gestern noch angeschrieben und haben gesagt, warum haben wir uns eigentlich irgendwie nicht weiter angenähert, beziehungsweise warum machen wir nicht irgendwas zusammen? Die sind Richtung Pula gefahren und kommen jetzt sogar zurück zu uns, beziehungsweise in unsere Richtung. Und dann wollen wir irgendwie noch was gemeinsam machen. Vielleicht seht ihr sie auch noch im Video, wenn ich das zeigen darf. Dann würde ich sagen, genießt den Vlog. Jetzt sind wir das erste Mal auf dem Campingplatz. Also wir haben jetzt 4 oder 5 Tage ohne Campingplatz geschafft. Wir haben die Leute hier wieder getroffen, die uns an dem Supermarkt aufgehalten haben bzw. aufgefangen haben. Und die sind jetzt netterweise zurückgekommen, also sehr, sehr sympathisch. Und ja, jetzt stehen wir hier mal eine Nacht erstmal so auf dem Campingplatz und dann mal gucken, was noch so passiert. Schöne Grüße gehen raus an Mathis. Für uns hat der neue Morgen schon mit einer langen Fahrt begonnen. Und zwar sind wir Richtung Zadar unterwegs. Unsere Freunde sind hier noch mit uns unterwegs. Und ja, das heißt, wir sind jetzt zu viert Richtung Zadar unterwegs. Gucken mal, ob es da ein bisschen besser ist. Weil wir hatten einfach so viel Wind, dass wir gedacht haben, ja, heute lohnt sich das einfach nicht an den Strand zu legen. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen unterwegs. Eine Stunde ist es noch nach Zadar. Vielleicht seht ihr jetzt gleich sogar ein paar Drohnenaufnahmen, weil der Manuel hat eine kleine Drohne dabei. Vielleicht kriege ich da ein paar Aufnahmen. Sind wir Richtung Zadar gefahren und mussten leider eine Umleitung nehmen und das dauerte mir einfach zu lange. Dann sind wir direkt einfach mal irgendwo abgebogen. Ich werde euch den Ort gleich noch mal kurz nennen und ein paar schöne Bilder hier noch mal produzieren. Solche Orte findet man natürlich nur irgendwie durch Zufall, aber gerade das ist eben das Beste. Ich zeige euch, wo ihr das finden könnt. Da kommt der Eismann direkt zu einem. Das ist doch wunderbar, also kann ich nur empfehlen. Heute gibt es Chili con Carne mit Brot und eine vegetarische Gulaschsuppe. Freunde, mit dem Ausblick haben wir heute Nacht hier geschlafen und ich möchte noch mal dazu sagen, wenn ihr irgendwie am Wildcampen seid oder irgendwie irgendwo campt, nehmt euren Müll mit, schmeißt es nicht irgendwie einfach irgendwo hin. Hier sind überall Mülleimer, da könnt ihr dann das wegbringen oder wegschmeißen oder halt einfach mitnehmen
und irgendwo anders wegschmeißen, weil das gehört sich einfach und so passiert dann auch nichts, dass wir natürlich auch unseren ganzen Müll immer mitnehmen und nie irgendwo einfach irgendwas rumliegen lassen. Ja, der nächste wunderbare Ort ist gefunden, mal wieder ganz zufällig, einfach Karte gefolgt ans Meer. Super Platz hier, direkt am Wasser stehen. Bis jetzt haben wir noch nicht gesehen, dass es irgendwas kostet. Bus steht direkt daneben und ja, wunderbar. Wir werden uns jetzt ein bisschen an den Strand begeben, ein bisschen Spaß haben. Und die Koordinaten findet ihr dann wieder in der Karte, die ich irgendwie vorbereiten werde. So, genug Sonne getankt, jetzt geht's erstmal ein bisschen einkaufen. Mit dem Ausblick hier, da hinten der Bus und hier rum der Ausblick aufs Meer, möchte ich mich jetzt heute von euch verabschieden. Ich hoffe, euch haben die Bilder genauso gefallen wie mir die letzten Tage. Und ja, morgen bewegen wir uns auf den Weg zu den Kricker Wasserfällen mit Manuel und Anne, die immer noch mit uns sind und morgen vermutlich den letzten Tag mit uns zusammen und verbringen werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also haut rein!